Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber sehr feinen und wichtigen Thema aus der Analysis. Ich bin Magda und ich zeige euch in diesem Video mein Kochrezept, um normalen Gleichungen aufzustellen. Und ich verspreche euch, mit dem kriegt ihr jede normale problemlos aufgestellt. Wir haben jetzt hier erstmal eine Funktion gegeben, als Beispiel minus 2x hoch 3 plus 4x Quadrat. Und wir suchen die Normale an diese Funktion bei x gleich 1. Dafür muss man wissen, dass die Normale quasi die kleine Schwester von der Tangente ist. Und wenn wir uns die Tangente da mal einzeichnen, bei x gleich 1, da können wir übrigens schon, ne, den Punkt direkt komplett ablesen, 1, 2 wäre das, x Wert 1, y Wert 2. Und dann zeichnen wir mal die Tangente ein, die würde vielleicht ungefähr so verlaufen. Das wäre die Tangente. Und die Normale dazu, also die kleine Schwester, die kleine verrückte Schwester, die macht jetzt was Besonderes. Die geht nämlich auch durch den Punkt P, aber schneidet unsere Funktion und damit auch die Tangente an dem Punkt P genau im rechten Winkel. Das heißt, die würde ungefähr so verlaufen. Hier, ne, auch durch den Punkt P gehen, aber eben unsere Tangente exakt im rechten Winkel schneiden. Und diese Eigenschaft mit dem rechten Winkel, die machen wir uns gleich auch zu Nutzen. Aber erstmal starten wir, wie mit dem Kochrezept für Tangenten auch, mit Schritt 1 und sagen, Normalen sind genau wie Tangenten auch lineare Funktionen. Also einfach so Striche, die da durchs Koordinatensystem fliegen. Und das heißt, von dem Grundgerüst her sehen die irgendwie so aus. M mal x plus b. Wobei, ne, das m ist immer die Steigung der linearen Funktion. Und das b ist immer der y-Achsenabschnitt, also die Stelle, wo die Funktion durch die y-Achse durchgeht. Können wir bei der Tangente zum Beispiel sehen, das ist 0 und bei der Normale wäre es wahrscheinlich so um die 2,5. Aber das werden wir jetzt gleich mal konkret ausrechnen. Und dafür nehmen wir jetzt den zweiten Schritt, mit Hilfe dessen wir nämlich dieses m berechnen können. Der zweite Schritt sagt uns jetzt nämlich, dass die Steigung der Normale dem negativen Kehrwert der Steigung der Funktion entspricht. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Wir machen es einfach mal. Es bedeutet, dass die Steigung der Normalen, also das m, der negative Kehrwert, also Kehrwert 1 durch die Ableitung der Funktion, die Steigung der Funktion, also f' im Berührpunkt, also bei 1 ist. Negativer Kehrwert heißt, wir müssen noch ein Minus dahin machen. Klingt jetzt sehr kompliziert, aber erinnert euch dran, bei der Tangente war die Steigung einfach genau die Ableitung von der Funktion am Berührpunkt. Und jetzt müssen wir halt den negativen Kehrwert bilden. Was wäre denn f' von 1, so wie das bei der Tangente wäre? Da müssten wir erstmal, ne, die ganz normale Ableitung f' von x bilden. Das heißt, wir nehmen unsere Funktion, holen den Exponenten mit mal nach vorne und machen ihn jeweils 1 kleiner. Und dann kommen wir auf minus 6x Quadrat plus 8x, also minus 6x Quadrat plus 8x ist die Ableitung. Und wenn wir jetzt die Ableitung an der Stelle 1 berechnen würden, hätten wir hier minus 6 mal 1 hoch 2 plus 8 mal 1. Und das wäre dann minus 6 plus 8, also 2. Und das wäre jetzt, wie ihr hier sehen könnt, die Steigung der Tangente. Ne? Die Steigung der Tangente wäre 2. Macht auch Sinn, weil wenn ihr hier in der Skizze guckt, geht es für die Tangente einen Schritt zur Seite, zwei Schritte hoch. Das ist ja immer die Steigung. Wenn man eine Einheit zur Seite geht, sagt die Steigung, wie viel es nach oben oder wenn es negativ ist, nach unten geht. Wir wollen jetzt aber den negativen Kehrwert davon. Warum, sage ich gleich. Und dann bekommen wir eben als Steigung für die Normale m ist minus 1 durch 2. Warum brauchen wir das jetzt? Weil die Definition sagt, zwei Funktionen stehen aufeinander senkrecht, wenn ihre Steigungen im Produkt minus 1 ergeben an dieser Berührstelle. Das heißt, die Steigung der Tangente 2 im Produkt, also mit mal zusammengerechnet mit der Steigung der Normale, 2 mal minus 1/2, ja, das kommt hin, das ist minus 1, ne? Und das ist die Bedingung dafür, dass zwei Funktionen aufeinander senkrecht stehen. Das Produkt der beiden Steigungen am Berührpunkt oder am Schnittpunkt, das muss minus 1 sein. Und darum haben wir immer diese Situation hier, dass die Normale den negativen Kehrwert der Tangentensteigung, also der Steigung der Funktion an der Berührstelle hat. Damit haben wir also ein schönes Zwischenergebnis für uns herausgefunden, weil wir jetzt das m schon kennen
Und das heißt, wir wissen, unsere normale n von x, die hat als Funktionsvorschrift auf jeden Fall irgendwie m mal x plus b, also minus 1/2 mal x plus b. Und im dritten Schritt müssen wir natürlich das b herausfinden, weil dann ist die normale vollständig. Der dritte Schritt sagt jetzt also, der Berührpunkt liegt auf der normalen und daher muss er ihre Vorschrift erfüllen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Der Berührpunkt 1, 2, ja tatsächlich, der liegt auf der normalen und der muss ihre Vorschrift erfüllen, weil es quasi so eine Art Punktprobe ist. Ne? Wenn ein Punkt auf einer Funktion liegt, muss der in diese Funktionsvorschrift eingesetzt auch funktionieren. X-Wert ist 1, y-Wert ist 2. Wir machen das also mal und setzen den Punkt P 1, 2 mit x-Wert 1 und y-Wert 2 in dieses Zwischenergebnis ein. Das x ist dabei ganz eindeutig, wo das hin muss. Ne? Das muss hier zu dem x. Und das y, also die 2, naja, das y ist so ein bisschen versteckt. Das ist hier dieses ganze n von x. Ne? Das sagen viele Lehrer leider nicht so deutlich, aber das hier, die andere Seite der Gleichung, ist immer das y. Wenn wir diesen Punkt einsetzen, haben wir also hier stehen, 2 ist gleich minus 1/2 mal x, also minus 1/2 mal 1, plus b. Und ihr seht, das einzig Unbekannte, was wir hier noch haben, ist das b. Das heißt, wir können das wie eine ganz normale Gleichung lösen und nach b umstellen. Und dann haben wir die Lösung für b gefunden. Das hier ist minus 1/2 plus b. Dann rechnen wir plus 1/2 und dann kommt raus 2/1 bzw. 2,5. Das ist mein b. Und jetzt habe ich alles eigentlich herausgefunden, was ich herausfinden wollte. Wir hatten ja im ersten Schritt das Grundgerüst für diese Normale aufgestellt. Und jetzt, wo wir m und b haben, haben wir die komplette Funktionsvorschrift. Ne? Und genau das ist der letzte Schritt, dass wir nämlich einfach nochmal die komplette Funktionsvorschrift hinschreiben. N von x, hatten wir gesagt, war m mal x plus b. Das m war jetzt minus 1/2, also minus 1/2 mal x. Und das plus b war plus 2,5. Wenn wir das beides in Dezimalschreibweise hier noch hinschreiben wollen, damit es ein bisschen einheitlicher ist, könnten wir also sagen, n von x ist minus 0,5x plus 2,5. Und wenn wir das jetzt nochmal angucken in unserer Skizze, dann passt das auch. N von x ist minus 0,5x plus 2,5. Warum passt das? Weil ihr hier seht, die Funktion geht tatsächlich bei der 2,5, ne, durch die y-Achse. Das war der y-Achsenabschnitt. Und wenn ich eine Einheit zur Seite gehe, geht es eine halbe Einheit immer runter. Eins zur Seite, ein halbes nach unten. Eins zur Seite, ein halbes nach unten. Das heißt, diese Steigung, minus 0,5, die passt auch. Ja, und das war's auch schon mit unserem Kochrezept. Ihr könnt euch das ausdrucken auf meiner Website. Hier verlinke ich euch das nochmal. Dann habt ihr es für eure Lernunterlagen. Könnt darauf immer spicken, wenn ihr das nächste Mal eine Normale aufstellen müsst. Und falls ihr Lust habt, das Gleiche nochmal mit der großen Schwester der Normale zu machen, mit der Tangente, dann schaut mal da rein, da gibt es das Kochrezept für Tangenten. Außerdem freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr Lust habt, hier auf den kleinen Kreis zu klicken und den Kanal zu abonnieren. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt sie mir immer in den Kommentaren stellen. Ich freue mich sehr, wenn ich euch helfen kann. Ciao, macht's gut und viel Spaß beim Rechnen!